Wir befinden uns im Kunsthaus Graz in der Ausstellung von Hae Kyu-young, VIPs Union, zweiter Teil. Im ersten Teil waren die Möbel, die man hier sieht, im ganzen Haus verteilt und man konnte sie nutzen. Also das heißt, sie erfüllten eine Funktion, egal ob man in der Nidl war oder im Foyer oder in den Ausstellungen. Jetzt verlieren sie die Funktion, sie werden dysfunktional, sie sind gekippt, gedreht. Sie zeigen uns aber dadurch etwas anderes. Das heißt, sie verweigern sich einerseits, in den Dienst genommen zu werden. Sie verlieren ihre Häuslichkeit, ihre häusliche Anmutung. Sie verlieren ihre Funktion, sie verlieren auch die übliche Nutzung. Aber sie zeigen uns Details, die man sonst nicht sieht. Also wenn man die Möbel umgekippt sieht, dann kann man eine bestimmte Art der Konstruktion bemerken. Es gibt handschriftliche Notizen von den Besitzern und Besitzerinnen. Hae Kyu-young interessiert sich in ihrer Arbeit grundsätzlich für Kippmomente. Also auch etwas, was man vermeintlich glaubt zu wissen, etwas, das als gesichert gilt, das klar erscheint, ändert plötzlich seine Position, ändert seinen Inhalt, man macht eine andere Erfahrung. Sie erzeugt Situationen, in denen das möglich wird. In der Ausstellung gibt es auch noch eine Reihe von Verwandten, die kann man auf einem Monitor sehen. Das sind Arbeiten, die mit der Ausstellung hier zu tun haben und die Ähnlichkeiten aufweisen, die bestimmte Merkmale mit den hier gezeigten teilen. Wenn man jetzt hier durch den Raum geht, dann passiert so etwas wie eine Verunsicherung. Und diese Verunsicherung, die spiegelt sich auch in den Gerüchen. Interessanterweise steigt einem auch manchmal der Geruch erst nachträglich in die Nase, wenn man diese Station, die den Geruch verströmt, schon passiert hat. Und diese Gerüche sind nicht unbedingt angenehm oder zumindest sind sie ambivalent. Die Gerüche dienen auch der Destabilisierung, denn man weiß nicht genau, wo man sich befindet. In einem Ausstellungsraum riecht es üblicherweise nicht nach Knoblauch, nach Marihuana, nach verbranntem Gummi oder nach Schwefel. Und diese Irritation, die erzeugt wird, die interessiert die Künstlerin. Und man weiß auch nicht immer, ob man es sich einbildet oder ob tatsächlich es hier nach Knoblauch riecht. Das Licht verändert sich im Ausstellungsraum, das heißt, es wird einmal heller und einmal dunkler. Und so kann man sagen, dass das eine sensorische Erfahrung ist. Also wenn man sich durch diese Ausstellung bewegt, muss man auch darauf achten, dass man nicht über ein Möbelstück stolpert. Man wird irritiert durch die Gerüche und auch durch die Lichtstimmung gibt es manchmal mehr zu sehen oder weniger zu sehen. Manchmal mehr Anstrengung, manchmal weniger Anstrengung.